Hallo liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods & Co. Ja, wir sind in Folge 979 und wir stehen hier schon mit der ersten Mod. Genau, wir haben nämlich den Horse Joker 12 RT, ein Klassiker sozusagen, in der aktuellsten Version, die es so von den Moddern gibt sozusagen. Und man hat hier schön die ganzen Typenbezeichnungen drin, alles so nachgetragen, was noch an kleinen Beschilderungen dementsprechend fehlt. Und da seht ihr, das ist auch dementsprechend alles da. Ne? Man hat sämtliche Reflektoren, sämtliche Kabelgeschichten, alles was man halt so hat und braucht, ist dementsprechend dann auch da und auch zu sehen. Ne? Und wie man hier sieht, die ganzen einzelnen sind alle so wie es sein soll, sag ich mal einfach so. Wir machen das gute Stück einfach mal an, den guten Traktor, und dann sagen wir einfach mal, falte doch mal das gute Stück, und dann kommt der Ganze nämlich auch schon. Und ihr seht, das sind nicht gerade wenig Einheiten und er ist ja auch nicht gerade klein. Und da kommt ja die letzte Einheit, ne? Da ist ja schon ordentlich und deswegen auch der etwas größere Traktor davor. Dann sagen wir ihn einfach mal, macht den Spaß mal fertig hier. Und dann seht ihr auch, dass schon leicht angesät und sowas, wird alles hier schön ordentlich eine Runde platt gemacht. Ne? So sieht es einfach aus. Ja, da sieht man auch den geflügten Part da an der Seite. Funktioniert alles an. Einwandfrei, so wie es sein soll. Hier sieht man ihn nochmal. Ja, schön mit den ganzen Ausgleichsbehältern, hier den kleinen Hebelgeschichten. Ist alles da, alles dran und sieht alles top aus bis zur letzten kleinen Niete, wie man sieht. Ja, sehr schönes Teil. Wir gucken uns das Ganze im Shop an. Einfachste Geschichte. Ich glaube, er steht ganz simpel unter Grubber. Da haben wir ihn auch schon. 109.500 kostet das gute Stück. 12,20 Meter Arbeitsbreite. Wir sind bei... da steht es auch, 18 km/h, und wir brauchen 360 PS, sonst bewegt er sich nicht so wirklich gut. Ja, so sieht er aus. Ist nichts dran zu ändern, nichts dran zu vorstellen. Solides, vernünftiges Gerät. So, dann marschieren wir hier mal eine Runde rüber. Wir hatten ja schon für den Mod-Hub auch geeignet einen schönen Seitenmäher, ne, für Seitenstreifen. Den haben wir jetzt hier auch, nämlich ein Highbech, wie ihr seht. Das ist jetzt die Kommunallackierungsgeschichte. Ich zeige ihn aber mal direkt hier gleich im Shop. Da gehen wir einmal durch. Da seht ihr ihn. Das ist nämlich die Originalfarbe, wie er dann halt angegeben ist sonst. Ne? So sieht es dann halt aus. Und den kann man hier auch orange wählen. Und das habe ich halt orange kommunal habe ich da halt gewählt. Wir sind bei 7 km/h. Im Verhältnis gesehen zu dem Gerät, was ich vorgestellt habe, was es auch im Mod-Hub gibt, ist diese Version, die nur für PC und Mac ist, mit 120 PS 20% mehr anspruchsvoll, sage ich mal so. Aber wir sind anstatt beim 1,20 m beim 1,50 m Arbeitsbreite. Deswegen habe ich ihn nochmal vorgestellt. Alternative leider nicht für die Consoleros, tut mir leid, aber ne, es ist halt leider so. Ich hätte ihn auch gerne für die Consoleros vorgestellt. Hier sieht man das gute Stück, also ne, ordentlich solide hier hinten mit, dass man nicht gleich in die Technik fährt, sag ich mal so. Und hier seht ihr die 1,50 m, ne, mit sämtlichen Schlauchkabelungsgeschichten und hier auch ein bisschen, Motor mal an, ein Arm, der auch ein bisschen andere Bewegung kann, weil hier wir können auch ne, rein, raus, hoch, rück, wir können auch schwenkend und hier geht einiges. Ne? Ich werde ihn jetzt mal versuchen. So. Ne, wir hier ist er jetzt ziemlich lose. Was einfach daran liegt, dass er sich dann hier anpasst. Das ist nämlich das Senken. Ne, also wenn ich V drücke, was ja im Prinzip Senken ist, da sieht man es auch, das ist halt hier Mulcher, ne, heben, auf, zuklappen. So, und dann B anmachen und dann... Oh, ich hab... Stopp, ich hätte jetzt nicht aus, ne? So. Dann senken. Mache ich jetzt mal so nicht. So, mach es mal so. Dann macht man das jetzt mal so und dann machen wir ihn an. Dann seht ihr, ne, da steht zwar Mulcher dran, aber ihr habt natürlich die Graskantengeschichte hier genauso und könnt auch genauso gut das Gras aufnehmen. Ne? Mult auch ziemlich, wie ihr seht. Kann ich jetzt mal wegmachen. So sieht das Ganze dann aus. Ne? Also schon ordentlich, kann man nicht anders sagen. Schöne Mod. So, und dann laufen wir noch mal ganz wieder zurück, weil ich habe natürlich eine andere Mod hier auch noch auf dem Streifen. Ich dachte mir gerade, was sollen wir mit dem ganzen Gras hier, wenn wir es nicht wegtransportieren? Und dann können wir das Ganze mal wegtransportieren auf schön altklassischer Variante. Da sehen wir das gute Stück nämlich schon.
Acromed Motor Import. Dann sehen wir da Opalencia T-050-1. Was hier neu ist, ich glaube, eine Version gab es da schon von, sind hier die ganzen Beschilderungen, hier die ganzen Aufklebergeschichten sind neu. Die kann man, wenn die einen stören und sagt, ne, will ich gar nicht eigentlich, ne, dann kann man das auch weglassen. Wir haben hier die Möglichkeit, das ist jetzt eine Zweiachs, auch die Einachs-Variante hiervon zu machen. Also auch eine sehr schöne Geschichte. Man hat hier noch die Typenschildgeschichte, was jetzt Gewichtssachen und sowas angeht. Ne? Wir müssen, wenn wir hier in eine Runde reingehen und ihn anmachen wollen, müssen wir ihn erst aufklappen. Das heißt, dann geht das Gestänge hier hoch. Die Seile werden straff gespannt. Wir können das Ganze dann schön eine Runde senken, anmachen und dann legen wir los. Und dann nimmt er den Streifen hier locker flockig auf. Ne? Ihr seht jetzt aber auch, der nimmt natürlich jetzt nicht 5 Milliarden Liter mit. Ne? Ihr seht selber, wir sind bei 9% bei 685 Liter. Ne? Wir gehen mal rauf, wir gehen auf Ladewagen, gehen ans Ende durch und dann sehen wir noch, 5600 kostet er, 7 Kubik, also 7000 Liter nimmt er mit, ne? Deswegen waren die 685 halt 9%. Klar, 2 Meter ist die Arbeitsbreite, die Aufnehmbreite, 15 km/h. Er kann auch andere Sachen aufnehmen, außer Gras, wenn noch was anderes auf dem Boden liegt. Hier seht ihr noch die Auswahl, Häckselgut, Gras und Stroh und was so Schönes gibt. Da kann er dementsprechend auch was mit anfangen. Er braucht nur 30 PS, das ist natürlich sehr günstig. Wir können eine Doppelachse oder Einzelachse dementsprechend wählen. Wir haben noch die Designgeschichten hier, dass wir da die Verkleidung, die Abdeckung haben oder nicht. Die Designgeschichten sind halt diese Aufkleber. Da kann man halt sagen, ja, den Hersteller möchte ich, aber den Rest nicht. Oder ich möchte den Rest und den Hersteller nicht. Kann man hier ein bisschen dran rumdrehen. Ne? Herstellerfarben gibt es natürlich auch richtig schön, die alten klassischen Farbtöne, wie ihr seht. Bis auch hin zu ein paar Rottöne, ältere Rottöne, Designfarben hier, ne, das ist halt für die Abdeckung ein bisschen kräftiger. Und man kann auch die Felgen sagen, ich hätte gerne eine schöne Schmuddelbraun. Ist also alles machbar. Kommt hier auch nichts Großes zusammen. Die Aufkleber kosten auch nur einen Zehner, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie gesagt, dann seid ihr irgendwo hier bei 5600 drumherum, ist es immer noch. Ne? Wenn ihr die Doppelachse nimmt, kostet nichts. Ne? Die Pickup-Abdeckung hier, die kostet nochmal 100er extra. Aber wie gesagt, ne, für einen kleinen Bereich mit 7 Kubik ist das durchaus eine schöne kleine Geschichte, kann man nicht anders sagen. Und ihr seht hier auch schon funktioniert, das ist die 10% fast Fülle, die ihr hier dementsprechend sehen könnt. Ne? So, ja, das dementsprechend war dieses, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber genau so ist es. Ich laufe jetzt nochmal wieder zurück. So, ja. Was fehlt noch? Genau, mein freundlicher kleiner Spruch fehlt noch. Genau, den ich mir heute vorgenommen hatte. Es kommt hier, was kommt jetzt für ein Blödsinn? Ja, ist im Prinzip kein Blödsinn, aber ist halt leider so. Die Leute, die bei mir gucken, ne, vielen Dank dafür, dass ihr guckt. Auch danke für die Unterstützung. Wäre natürlich eine super Unterstützung, wenn ihr natürlich auch passenden Daumen da lassen würdet. Ne, egal, in welche Richtung es auch geht. Kommentar wäre klasse. Und wenn ihr dementsprechend schon öfter bei mir Videos geguckt habt, wäre natürlich auch ein Abo super. Liegt einfach daran, warum komme ich auf den Spruch? Ganz einfach, knapp die Hälfte der Leute, die bei mir gucken, sind nicht Abonnenten. Da gibt es da so eine Statistik drüber, redet man nicht gerne drüber, ist halt einfach dementsprechend so und ne, schön ist anders, aber so ist es halt. Ne? Wäre also schön, wenn ihr öfter mal vorbeischaut, dann auch ein Abo dazulassen. Dann sage ich auf jeden Fall nochmal vielen Dank und natürlich auch für die Unterstützung insgesamt und für all die, die es auch schon so machen, wie man es macht. Und dann sage ich einfach mal bis morgen.